Ja, er lebt noch. Moin Freunde, Shane TSG TV und willkommen mal wieder zurück auf den Hauptkanal. Ich bin einfach mal wieder ein bisschen draußen gewesen und also ich bin gerade rausgegangen, ich musste mal ein bisschen die Beine vertreten. Wir schreiben es, keine Ahnung, 7:30 circa und es ist einfach nur geil. Ich feiere einfach dieses Winterwetter, herbstliche Winterwetter, das ist sowieso viel mehr meins. Ich will in diesem Video euch mal ein bisschen was erzählen. Ich weiß jetzt nicht genau was, weil ich denke mal, wir werden so besprechen, wie es auf dem Kanal weitergeht. Weil ihr habt ja mitbekommen, die Pause war sehr lange jetzt und wir schauen einfach mal. Ich werde ein bisschen ein paar Kilometer gehen oder so, mal schauen, gucken, was auf uns zukommt. Und ich werde jetzt erstmal einen Schluck trinken. Ich bin schon, keine Ahnung, 3 Kilometer gegangen jetzt oder so. Auf dem Review-Kanal ist auf jeden Fall mehr Aktivität als auf dem Hauptkanal zurzeit, weil ja der einfache Grund ist, ein Review ist schneller abgedreht als so ein 40-Minuten-Wandervideo oder so. Aber ich denke mal, das Video ist sowieso ein bisschen kürzer als gedacht, von daher passt es schon. Ist bloß mal ein kleines Lebenszeichen, ich bin noch da, ich lebe noch. Wenn ihr wirklich Aktivität haben wollt, Link ist in der Videobeschreibung und in den Kommentaren angepinnt zum Review-Kanal. Da ist ständig irgendwas los. Und seid gespannt, also Content kommt da auf jeden Fall. So, jetzt, ist krass, man sieht hier gar nichts. Ich habe zwar eine Taschenlampe mit. Also vor allem, was nach dunkel, wo ich losgegangen bin, ist klar, jetzt hell, jetzt brauche ich keine. Aber die hat eigentlich ganz schön Kraft, oder? Guck mal, es ist dunkel. Es ist hell. Und man sieht einfach diesen Lichtstrahl trotzdem. Na gut, es ist jetzt Nebel. Das ist heftig, wie weit das Scheißding geht. Das ist nicht mal so ein übelste teure, es ist zwar eine OLED. Man sieht das, oder? Ja. Das ist zwar eine OLED, die hatten wir auch schon mal im Review, aber das ist dafür, dass es hell ist, der Lichtkegel ist brachial. Also wirklich, ich glaube, das ist... Ist das die höchste Stufe? Ich weiß gar nicht. Das ist die höchste Stufe. Ja, gut, wir wollen hier kein Review machen. Ist schon krass, oder? Also mal ehrlich. Und ich trinke jetzt einen Schluck und dann geht's weiter. Falls ihr euch fragt, warum ich keine Jacke anhabe, das weiß ich doch nicht. Nee, mal ohne Scheiß. Ich habe mir jetzt eine Jacke angezogen. Manchmal ist es ganz geil, wenn du... Wenn so ein schöner Windzug kommt, ich feiere das wie gesagt mehr als im Sommer. Einfach aus dem Grund, dass ich im Sommer schwitze dir so den Arsch ab. Und ich finde das mega geil, wenn es zu kalt ist und du schwitzt. Das ist ein geileres Gefühl als im Sommer da, wenn die Klamotten da überall kleben. Und es ist so ekelhaft. Und ich bin sowieso im Dezember geboren, vielleicht macht das was aus, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das einfach meine Zeit und es war schon immer so, glaube ich. Also ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass ich im Winter mich wohler fühle als im Sommer. Jedem das Seine, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr den Sommer oder den Winter mehr feiert. 80% schreiben sowieso Sommer oder 90%. Obwohl keine Sonne da ist, lädt sogar meine Solar-Powerbank. Da habe ich übrigens noch kein Review von gemacht. Normalerweise review ich jeden Scheiß, den ich habe, aber naja, gut. Nase putzen, auf geht's. Rolf hat auch schon Schal um, was ist hier los? Ach, Freunde, einfach nur herrlich. Also die Luft ist so angenehm, kannst so geil atmen. So ist nicht so diese stickige Luft wie im Sommer. Meine Augen brennen so ein bisschen vom, von der Luft, von dem Wind und so. Aber sonst ist alles fit. Sehr geil, wenn man in Bewegung bleibt. Also mir ist wirklich warm. Richtig nice. Man darf eben bloß nicht stehen bleiben. Das ist eben der Nachteil dann. Ja, das Intro, was ihr gesehen habt, das brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären. Das ist schon... irgendwann mal entstanden. Ich habe das mal rausgekramt und habe gedacht, das ballerst du jetzt mal in so ein Video rein, bevor das irgendwo auf der Festplatte einstaubt sozusagen. Und Freunde, auch wenn ich es euch schon öfters gesagt habe, aber Main Content wird auf diesem Hauptkanal, ich nenne es eigentlich immer Hauptkanal, aber mittlerweile ist es wirklich zum Nebenkanal geworden und der Review-Kanal ist zum Hauptkanal geworden. Aber der Main Content hier bleibt definitiv so Wandervlogs. Ja, vielleicht auch Kochvideos, die seht ihr ja eigentlich auch ganz gerne. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne eure Vorschläge, Kritik, alles weitere in die Kommentare reinhauen. Vielleicht suche ich mir mal was raus und sage, jo, das kochen wir mal oder den und den Ausflug machen wir mal oder vielleicht eine kleine Challenge, wenn ihr irgendwas, also was mit Wandern zu tun hat oder Kochen oder so. Natürlich muss schon das Thema treffen, sonst macht das Ganze natürlich keinen Sinn. Ja, das ist logisch, oder? Des Weiteren, Freunde, ich hatte jetzt auch Geburtstag gehabt am 4.12. Ihr wisst, ich habe sonst immer mal einen Vlog gemacht, aber ach ja, das ist, naja, ich weiß immer nicht, was soll ich jetzt filmen, so soll ich jetzt, also wir saßen ein bisschen mit der Familie zusammen, dann kam Scarecrow, wer das im Review gesehen hat, wir haben auch ein bisschen Pizza bestellt und so. So ein Geburtstagsvlog macht nicht mehr viel Sinn, weil ich fahre zu meiner Familie, so, dann würde ich euch vielleicht meinen Kuchen zeigen, den ich esse und dann
wie ich wieder nach Hause fahre und dann habe ich einen 2-Minuten-Vlog und denke mir dann, ja, das brauchst du nicht hochladen. Das macht keinen Sinn, finde ich. Was aber auf jeden Fall Sinn macht, ist heute diese kleine, feine Wanderung. Guckt euch mal an, was das für eine geile Atmosphäre hier ist mit dem Nebel. Ach, das ist mega. Ich finde das richtig geil, weil es so, ja, Nebel ist so hat sowas Mystisches. Apropos Mystisches, ich gucke zurzeit auf YouTube übelst viel Mystenzeugs und keine Ahnung, wer das wissen möchte. Es ist so spannend und so weiter. Ich glaube, ich bleibe auch in dieser Szene irgendwann mal kleben. Aber ich werde jetzt selber keine Videos machen darüber oder so. Nee, da habe ich auch gar keine Zeit für, sage ich euch ganz ehrlich. Aber es ist dennoch spannend, das nur mal so nebenbei. Ja, ihr merkt gerade, es ist mehr oder weniger so eine kleine, ja, einfach bloß ein kleines Labervideo, was ich mal aufnehme. Mit ein paar Informationen und so weiter, wie es gerade aussieht, wie die Lage ist. Bei mir ist alles fit soweit. Ich hoffe, bei euch auch. Euch geht's gut und so weiter. Und, Alter, wächst hier schon wieder Raps oder was? Das ist im fucking Dezember? Ach Junge, jetzt bin ich fast aus dem Maul geflogen. Junge, fast meine Fresse. Der leckt mich am Arsch. Also ich weiß, ich bin nicht auf der Höhe, wann Raps wächst, aber im Dezember, Alter. Okay. Kann man machen, ne? Ich würde sagen, wir gehen da lang, weil da hinten haben wir keinen richtigen Weganschluss. Da müssten wir bis da kommen. Man sieht nicht mal die Windräder, wie heftig das ist. Man müsste jetzt da die übelste Runde drehen und da hinten geht es auch nicht weiter. Kommt auch bloß wieder Straße. Deswegen gehen wir jetzt hier wieder unseren Standardweg. Alter, ich bin gerade fast zweimal aufs Maul geflogen. Das ist ja so ekelhaft hier. So schlammig, rutschig. Mega heftig. Wie einfach alles wächst. Also, mal ohne Scheiß, klärt mich mal auf, seit wann wächst im Dezember Raps? Das ist doch Raps, oder? Freunde, habe ich es schon erwähnt, dass es herrlich ist, hier lang zu wandern und frische Luft zu atmen, das ist einfach nur geil. Was allerdings ein bisschen Abfuck ist, dass mir die Rotze läuft, Alter, mir läuft die Schnodderseuche, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber hey, da musst du flexibel sein. Ein weiteres Thema, was wir noch so ansprechen können, ja, wie verbringt ihr eure Weihnachten, euren Heiligabend und so weiter? Sitzt ihr mit der Familie? Gut, das ist die Frage, brauche ich gar nicht stellen, oder? Das ist klar, oder? Dass man mit der Family zusammensitzt an Weihnachten, Heiligabend, wie auch immer. Also ich denke mal, bei mir wird wieder so die Session sein. Entweder geht Heiligabend dann wieder zu Oma, da wird in sich getroffen mit der ganzen Family. Und dann am nächsten Weihnachtsfeiertag geht es dann zu Mutter oder so, ich weiß nicht, auf jeden Fall wird dann auch selbst geschlachtete Ente aufgetischt und am Heiligabend gibt es immer Fisch. Was gibt es bei euch an Heiligabend zu essen? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wir können ja mal ein bisschen kommunizieren. Und ansonsten, ja, Silvester muss ich gucken. Ich weiß nicht, ob ich so einen Weihnachtsvlog mache, aber ich habe ja gesagt, was soll ich da filmen, dann gehe ich da hin. Ich filme den Weg so, dann sitzt man in Ruhe mit der Family. Dann filmt man vielleicht das Essen und dann, ja, hast einen 2-Minuten-Vlog. Ja, keine Ahnung. Aber ich denke mal, an Heiligabend wird es dann auch bloß, es wird dann gegessen und dann fahre ich auch wieder nach Hause, denke ich. Oder treffe mich noch mit einem Kumpel oder so. Und ja, vielleicht noch ein kleines Bierchen oder ein Weinchen oder so. Keine Ahnung, irgendwas gibt es denn noch vielleicht. So zur Feier des Tages, aber nichts Wildes, nichts. Einfach bloß ein bisschen Chili-Milli so. Man wird ja auch nicht jünger. Wie gesagt, ich hatte erst Geburtstag, jetzt schon wieder die Zeit vergeht. Da hat bestimmt ein Hund gegraben oder so. Da war bestimmt eine Maus oder Fuchsbau. Ey, Fuchsbau! Er ist zu klein für einen Fuchsbau. Ich glaube, das ist einfach nur gegraben hier. Ja, und dann kommt auch schon eigentlich mein Lieblingstag im Jahr. Und zwar ist es Silvester. Das war schon immer mein Favorite-Tag. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so, wenn man älter wird. Früher so fanatisch gewesen mit Feuerwerk. Ihr wisst, ihr kennt das hier. Ihr habt vielleicht die Anzeige wegen illegalem Feuerwerk gesehen auf diesem Kanal. Wenn nicht, werde ich euch die oben rechts in der Infocard mal verlinken. Was eine Zeit, Alter, ohne Scheiß. Aber alles gut. Ich bin nicht mehr so krass Fireworks, Feuerwerk-fanatisch. Und ja, man hat zwar immer noch so ein bisschen Spaß, aber es ist nicht mehr so extrem wie früher. Hätte ich mal nie gedacht, dass das so weggeht. Dachte eigentlich, so eine Pyro-Leidenschaft bleibt auf ewig so. Habe ich wirklich gedacht. Und das war auch eine verdammt lange Zeit so. Aber ich brauche nicht mehr so viel. So, ich muss nicht mehr so viel für Feuerwerk ausgeben. Dafür kauft man sich jetzt ja, andere Sachen oder spart die Kohle oder weiß der Geier was. Ja, also je nachdem. Trotzdem würde ich sagen, so 1-200 kann man noch investieren. Das ist okay, finde ich. Also für mich persönlich, wenn ich überlege, dass ich früher so 600-700 verballert habe,
dann, ja, also dann passt das auf jeden Fall definitiv. So in Zeiten wie 2020, 2021, jetzt wird das Ganze dann eben in Equipment gesteckt oder weiß der Geier was. Auf jeden Fall ein bisschen was Vernünftiges und ja, Lebensmittel. Kurz mal ein Status-Update. Ich bin jetzt die größere Runde eingebogen und gehe jetzt somit die größere Runde. Es ist immer noch fucking neblig. Ich glaube, das wird sich heute auch nicht mehr ändern. Ich muss mich bloß ein bisschen beeilen. Ich meine, es ist gerade mal kurz vor 9 so, aber ich denke mal, die Post kommt auch bald. Hab wieder ein bisschen was bestellt. Amazon lässt grüßen. Hier habt ihr mal einen Einblick, Freunde. Ja, guckt meine Kurve an. Da hat man, ja, das resultiert daraus, wenn man nur am PC rumackert. Das ist so nervig, Mann. Aber es geht nun mal nicht anders. Ja, wir haben jetzt 7830 Schritte. Ich denke mal, die 10.000 machen wir voll. 5,8 Kilometer, das, ja, für morgen ist das, das reicht. Also, was heißt, es reicht? Mehr geht immer, aber so für einen kleinen Morgenspaziergang ist das schon nicht schlecht. Das nehmen wir definitiv so mit. Es ist ganz schön windig gerade, also es ist richtig Abfuck. Was ich euch noch erzählen kann, was ich euch noch offenlegen kann, mehr oder weniger. Ich habe jetzt immer mal so ein paar Videos geschaut auf YouTube, wo, ja, wie man so seinen Tag planen kann. Also, ich habe mir jetzt auch so einen richtigen Tagesplan aufgebaut und so weiter. Und ich hoffe, ich werde den durchziehen. Ja, man sagt ja sowieso, wenn man jetzt 30 Tage was durchzieht, dann wird es sowieso zur Gewohnheit. Alter, was auch richtig durchzieht, ist der Wind hier gerade. Ich hoffe, ihr versteht mich. Eigentlich müsste die Sony, wie gesagt, die war teuer und somit müsste das auch alles sehr gut hörbar sein hier mit diesem Richtmikrofon, mit diesem integrierten. Einfach mega, wirklich Bombe. Da geht wirklich ein dickes, dickes Lob an Sony raus an dieser Stelle. Ohne irgendwas dran zu stecken oder so. Ich bin sowas von überzeugt von dieser Kamera. Was noch ein bisschen geiler wäre, wäre die Bildstabilisation, aber pff, ja, es gibt Schlimmeres. Des Weiteren wird richtig Gas gegeben, auch außerhalb von YouTube jetzt. Und wir schauen mal, was die Zukunft so bringt. Und ich werde jetzt meine 10.000 Schritte voll machen. Da fällt mir noch was ein, was ich euch definitiv sagen kann. Ich habe wirklich etwas zugenommen. Also die ganze Heimarbeit so, ich meine, gut, ja, ich mach's eben am PC, ist nun mal so, auch ohne diese Randsituation. Aber ja, wenn ich überlege, ich habe damals Videos von früher geguckt, ich habe ja wirklich zur richtig schlechten Zeit 60 Kilo gewogen, so zu dieser übelsten Hardcore-Suff-Zeit. Es war ja nicht mehr normal. Also wenn ich heute meine Videos gucke, meine alten Videos, also manchmal schüttelt man dann mit dem Kopf und denkt sich, Alter, man ist da auch ein bisschen sauer auf sich. Aber das hatte ich ja auch schon mal erklärt. Gut, kann man nichts machen. Wir müssen nach vorne gucken. Die Zukunft ist wichtig und nicht die Vergangenheit. Die ist, ja, was wollen wir damit? Die können wir eh nicht ändern. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich direkt auf die Waage bringe. Aber ich glaube, 86 ist, glaube ich, die aktuelle Lage. Die, ja, man sieht es auf jeden Fall. Aber ich muss dazu sagen, ich bin auch 1,85 Meter groß, also ist jetzt nicht so, dass es jetzt übelst brachial ist, aber könnte definitiv alles besser sein, aber ja gut, das, was ich mache, ist eben Wandern, das hilft ja auch ein bisschen. Bin ich so der Typ, der jetzt hier 24/7 irgendwelche Hanteln stemmen will, obwohl ich mir das auch gut vorstelle und als gutes Gefühl so annehmen könnte, denke ich mal, aber Alter, wo willst du denn wann? Wann ist die Frage so, wisst ihr, was ich meine? Ich meine, gut, wenn es bloß 5 bis 10 Minuten macht, aber ist ja auch egal. Ich finde so, Hauptsache man bewegt sich ein bisschen. Es wird wieder Zeit, auf jeden Fall aktiver zu sein und auch vielleicht wieder aktivere Wanderungen hier auf diesem YouTube-Kanal zu veröffentlichen. Wie gesagt, das Wetter ist mir eigentlich relativ scheißegal, wenn es nicht gerade in Strömen regnet. Ansonsten denke ich doch mal, dass es hier wieder die ein oder andere Wanderung gibt. Ich habe bloß nicht immer Bock, alles zu filmen, weil ja, man will auch mal einfach mal so in Ruhe gehen, ohne 24/7 in die Kamera zu labern. So, wisst ihr, was ich meine? Ist einfach so, da willst du auch mal so deine Ruhe haben und so wandern. Ich hatte schon, glaube, 2, 3 Videos jetzt vor diesem Video aufgenommen und dann habe ich am PC gesessen und dachte mir so, ach, das lädst du nicht hoch. Einfach weil, ja, es hat mir einfach nicht gefallen. Das war so ein Larifari-Video und ich dachte mir, nee, das lohnt sich nicht. Auch wenn das hier mehr oder weniger ein simples Video ist, wo ich ein bisschen, ja, so erkläre, wie es aussieht. Noch ein Lebenszeichen hier auf dem Kanal. Ich würde gerne mal wieder Drohne fliegen, aber mit einem Haufen Nebel und einem Haufen Wind macht sich nicht gut. Macht sich nicht gut, Freunde. So, Freunde, ich schmeiße euch nochmal was in die Runde. 7,2 Kilometer. 9.600,
93 Schritte, 94. Ja, 10.000 werden wir voll machen und dann bin ich erledigt heute. Also nicht erledigt, aber dann ist die Tagesmotivation da und das ist das Wichtige. Um 9.03 Uhr. Was ich damit sagen wollte, die Wanderung ist damit erledigt. Und ja, falls wir uns wirklich nicht mehr sehen, Freunde, ich wünsche euch ein besinnliches Weihnachtsfest. Einen nicen heiligen Abend mit euch und eurer Familie. Ich denke mal, dass ich noch zwischendurch was machen werde. Wie gesagt, lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo auf den Review-Kanal da. Da bin ich immer am Start. Link in der Videobeschreibung und in den Kommentaren verlinkt. Da kommt definitiv mehr Content. Und hier wird jetzt praktisch so mehr oder weniger mein Freizeitkanal. Und der Review-Kanal wird eben so ein Kanal, dass ich eben alles vorstelle, was ich selber für mich nutze, was ich selber für mich kaufe. Sei es Equipment, Lebensmittel, weiß der Geier was. Alles, was mir in die Hände fällt, kommt da als Review online. Auch Bestellungen, also sprich ja, Pizza-Bestellungen, Döner oder weiß der Geier was. Wir testen alles mal durch, was es so gibt. Und ja, einfach bloß was Normales, Simples, Authentisches. Und deswegen Dankeschön fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Video. Broadcast yourself, meine Damen und Herren.